Es wird Zeit für ein weiteres Opening und wie ihr immer wisst, wenn es hier ein Opening gibt, dann etwas ganz Besonderes und heute Ghost from the Past. Ja, neues Set, mega geil. Ich freue mich sehr darauf und ich habe nicht nur eins, nein, ich habe zwei. Und was das bedeutet, wisst ihr wieder ganz genau, denn ihr könnt wieder eins gewinnen. Das heißt, ich verlose dieses eine ganze Display und eins werden wir natürlich gleich öffnen. Wie könnt ihr den ganzen teilnehmen? Das sage ich am Ende des Videos, also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir gucken einfach, was hier eben alles drin ist und es ist sehr, sehr, sehr cool für mich. Also es ist... Oh mein Gott, also ich freue mich sehr hier über dieses Display. Wir gucken es einfach mal an von allen Seiten. Wir haben einmal hier die Vorderseite, dann einmal hier die andere Seite, die Hinterseite und wir haben hier 5 neue Ghost Rares. Ich hoffe natürlich, wir ziehen eine. Dann die Seite und die unspektakulärste Seite hier. Aber wir wollen natürlich aufmachen und oh mein Gott, das sieht gut aus. Ihr seht schon, oh mein Gott, Silber. Es sieht so gut aus. Schauen wir mal hier. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ja, wir haben hier in einer Box halt 5 Stück. Und die nehmen wir mal raus. Oh mein Gott, sehen die gut aus. Sehen die gut aus. Wir legen das hier erstmal zur Seite. Und haben hier halt, 5 Stück davon. Sehr geil. Also optisch. 10 von 10 schon mal. Sieht sehr, sehr nice hier an dieser Stelle aus. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier so ziehen. So sieht das Ganze von hinten aus. Interessant. Ja, geil. Hier nochmal von der anderen Seite. Jetzt haben wir alle Seiten hier begutachtet. Jetzt wollen wir das Ganze aufmachen. Aber gar nicht so einfach, wie man das Ganze möchte. Ja, neues Set. Neue Karten. Wir haben hier sehr viele coole Karten drin. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß noch nicht über alle Karten Bescheid und vielleicht ziehen wir halt eben auch einen Ghost Rare. So, wir haben das Ganze hier einmal aufgemacht und oh, schön hier. Einfach wunderschön. Ja, 3 Booster. Weg hier. Und das sind die 3 Booster, die wir hier haben. Und dann wollen wir natürlich gucken, dass wir hier dementsprechend vielleicht eine Ghost Rare ziehen. Wäre schon sehr, sehr geil und ich freue mich einfach sehr darauf. So, wir haben hier. Los geht's hier. Los geht's. Wir haben hier Antike Antriebsstadt in Ultra Rare, Resonator. Wir haben hier übrigens ein paar neue Themendecks, aber auch Reprints und natürlich auch, hier Priesterlich, war klar. Neuer Priesterlich-Support ist hier natürlich auch drin und Sonnenranken, auch neues Deckthema hier. Und dann haben wir, ja, Laval-Support, auch sehr, sehr geil. Weiter geht's hier. Das war das erste Booster. Also, es ist, Schwellmagier, auch sehr, sehr coole Karte, sehr nice. Dann haben wir, Metal Force Fusion, super Reprint natürlich hier. Ja, Metal Force ist hier auch drin, hat ja auch Support bekommen. Der Drachenritter hier auch drin, interessant. Boah, Leute, in Ultra Rare, das schon hübsch. Also, das ist schon sehr, sehr hübsch und... Evil-Match! Wir haben Evil-Match! Das ist geil. Evil-Match. Alter! Evil-Match! Okay, das ist ziemlich, ziemlich geil. Evil-Match. Alter Schwede. Okay, Evil-Match, da bin ich schon ganz zufrieden mit, ne? Kann man sich nicht beschweren. Weiter geht's. Wieder das Synchromonster. Haben wir schon den zweiten. In Ultra-Wear. In Ultra-Wear sieht das schick aus. Das sieht geil aus. Also, ja, ich kann einfach nichts anderes sagen, als dass es gut aussieht. Hier auch zum neuen Deckthema. Photonthresher und Ultra, auch nochmal sehr hübsch, sehr schön. Und, auch die neuen Sonnen. Link 4, sehr wichtig, denn das Deckthema braucht unbedingt ein Link 4 Monster auf dem Feld. Denn, vielleicht ziehen wir die Falle noch und ich kann das Ganze nochmal erläutern. Denn, ja, ich sag mal so, Link 4 lohnt sich auf jeden Fall auf dem Feld zu haben. So, nächste Box, die wir hier aufmachen. Ach, ist gar nicht so einfach hier. Immer alles aufzukriegen gleich direkt. Aber da, jetzt geht's. Oder auch nicht. So, jetzt geht es. Sehr schön. Und wir haben hier so, die nächsten Karten. Sehr, sehr nice. Oh, ich finde auch sehr schön hier an dieser Stelle, dass es hier einfach verschiedene Monster auf den Covern der Booster sind. Sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen.
Sieht sehr, sehr gut aus. Und wir wollen auch eins der Covermonster am liebsten ziehen. Es wäre schon sehr schön. Nochmal! Also eine Drachen? Einfach hier schon. Dreimal, sehr gut. Oh, Metal Force. Oh. Also im Ultra wäre ohne Witz zu nice einfach. Dann nochmal der Thrasher und oh, Orkust Rückkehr hier jetzt auch als Reprint drin. Nice. Orkust, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, ich weiß quasi gar nichts über die Reprints. Oh mein Gott, Metal Force auch. Oh. Okay, Ultra Rare und Ultra Rare ist jetzt von der Rarität keine Veränderung, aber Reprint sehr, sehr gut. Oh mein Gott, also ohne Witz, in Ultra Rare. Oh, zu hübsch. Metal Force, I like it. Oh, großer Name der Falco. Schön, einfach schön. Also ich mag es, es ist einfach schön. Ojamaland! Ojamaland, eine Ultra Rare, auch super, super coole Karte. Auch, ja, schon etwas älter, aber hier jetzt halt der Reprint drin und sehr, sehr geil. Und, oh mein Gott, roter Supernova-Drache. Also das ist ja mal eine Maschine. Also das, alter Schwede. Sieht mächtig aus. Ist mächtig, ist aber ziemlich schwer zu beschwören, denn er braucht 3 Empfänger und einen Nicht-Empfänger-Synchromonster. Das hat man natürlich nicht mal eben so auf dem Feld, aber auf dem, ja, spielt man da natürlich dann hin, ne? Da man das dann irgendwann schafft. So, weiter geht's hier. Und, auch. Schöner Reprint hier. Oh, königliches Gefängnis. Interessant. Wusste ich nicht. Boah, was ist das denn? Feuerbö. Der Sternenritter. Ja, Sternenritter, neuer Support, beziehungsweise neues Deckthema hier einfach. Sehr, sehr cool. Die Falle dazu. Oh, Dracheneinheit-Support. Ja, Dracheneinheit bekommt hier Support auch. Ziemlich guten Support, muss man natürlich an dieser Stelle sagen. Und Signalfeuer der Sternenritter. Das ist sehr cool, denn die sucht euch einfach ein Sternenritter-Monster oder ein Lichtdrachenmonster der Stufe 7 von deinem Deck. Ziemlich, ziemlich gute Karte. Sehr nice. Also das neue Deckthema auch sehr cool und auch gute Karten, wie man halt sieht. Ist schon sehr, sehr cool. So, jetzt müssen wir hier das nächste hier öffnen. Und so, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Nächstes offen. Und hupsala. Da fallen die mir hier fast hier weg. Wieder 3 neue. Und wir sind immer noch auf der Suche von... ja, wir suchen immer noch die Ghosts. Die Ghosts from the past. Sonnenranken. Ja, wir haben hier halt, wie gesagt, ne? Pflanzen. Neues Deck. Priesterlich auch hier. Sehr schön an dieser Stelle. Maskenwechsel. Auch super, super. Oh, Federvieh. Auch sehr, sehr gut. Und, oh, Sternschnuppen dran. TGX. Alter, Leute. Das ist auch ein Drache, Alter. Eigentlich ein ziemlich guter Drache als solches. Kommt natürlich an den anderen Sternschnuppenkarten ran. Sehr cool hier. Auch neu hier drin natürlich. So, weiter geht's. Mal gucken. Oh ja. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Zeitdieb bekommt hier neue Karten drin und natürlich auch alte Karten hier nochmal. Und ja, Redoer hier, also Wiederholer. Sehr, sehr geil hier. Dann, gleich noch Zeitdieb. Auch hier ein Reprint. Da haben wir priesterlich nochmal. Metal Force und, ja, Sonnen wieder. Ich sag euch, Link 4, merkt euch das. Wir ziehen die Falle noch. Dann kann ich euch was dazu sagen. Aber noch haben wir die Falle nicht gezogen. Noch mehr Sonnenkragen. Boah, Zeitdieben. Oh ja, Zeitdieben. Also, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gibt es ja auch in Starlight Rare. Auch sehr, sehr hübsche Karte natürlich. Wundersynchrofusion, auch netter Reprint. Dracheneinheit. Remus. Das ist sogar die letzte Karte des Boosters gewesen. Ja, Leute. Wenn das nicht mal eine coole Karte ist. Drachenempfänger, Stufe 2, perfekt für das Deckthema. Was will man eigentlich mehr, ne? Weiter geht's. Oh, und wieder will es nicht aufgehen. Ja, also zum Öffnen sollte man vielleicht irgendwas dabei haben, dass das halt einfacher geht. So, aber kein Problem. Alles hier auf. Los geht's. Weiter geht's. So, vorletzte Box. Wir haben hier nochmal, das heißt, wir haben 6 Booster noch. Und Leute, wir sind auf der Suche. So, weiter geht's. Wir haben, oh ja, auch hier. Wunderschöner Reprint. Das natürlich hier nochmal zum Vergleich. Ja, Dracheneinheit, ne? Dracheneinheit ist hier natürlich am Start. Dann haben wir hier
Link 2, auch sehr gut. XYZ-Ausbruch. Artwork-technisch 10 von 10 wieder. Ah, oh, Minenmaulwurf. Ja, komm. Ist cooles Artwork, oder? Und, da haben wir nochmal Sonnen. Aber Link 3. Wir ziehen noch die Falle. Ich sag's euch, wir ziehen noch die Falle. Ich will die Falle ziehen. Unbedingt. Ich will die Falle unbedingt ziehen. So. Ich will die Falle für dieses Deck-Thema ziehen. Noch habe ich es nicht gezogen. Cosmojo. Ah, Cosmo Reprints hier drin auch. Sehr, sehr nett. Schrecken von Trishula. Alter, die ist hier drin? Das wusste ich gar nicht, dass sie hier drin ist einfach. Krass. Nice. Okay, gleich eine Ultra-Ware. Nice. Priesterlich-Support und... Oh, Zeit-Demon-Regulierer. Das ist... Okay, Leute, auf die müssen wir genauer eingehen. Denn das ist eine super Support-Karte für ihren Zeitdiebe. Und zwar, falls du ein oder mehr Zeitdieb-Monster als normale Spezialbeschwörung beschwörst, außer sie selber, außer während der Damage-Step, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ja, sie ist Level 4. Perfekt. Das heißt, ihr könnt sofort eben zum Beispiel in den Wiederholer gehen, weil ihr halt zwei Level 4-Monster habt. Perfekt also. Also schon mal eine super Karte. Aber sie kann noch mehr. Denn falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, was sie ja tut, dann durch ihren eigenen Effekt. Du kannst eine Zeitdieb-Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen, außer sie selbst. Du kannst nur einen Effekt von ihr pro Spielzug verwenden, in diesem Spielzug nur einmal. Da ist natürlich der kleine Handicap hier halt, das mit den einmal pro Spielzug. Aber ist halt ziemlich geil. Beide Effekte können ziemlich nützlich sein. Sei es halt, ihr beschwört sie normal, nutzt den Effekt halt, um was in den Friedhof zu legen, oder halt eben einfach, um sie zu beschwören, um ein zweites Level 4-Monster zu haben. Ist ziemlich cool. Guter Support. Definitiv hier. So, weiter. Oh ja, der Rebellion. Ah ne, es ist ja gar nicht der. Ah, das ist gar nicht der finstere Rebellion da. Entschuldigung, das ist der Exit-Drache. Was erzähle ich denn hier eigentlich? Priesterliches Siegel auch. Natürlich, ne? Super, super schöne Karte. Oh nein! Oh mein Gott. Da habe ich einfach. Testalos? What? Okay. Ja, Phantomenritte. Super gut. Oh. Oh, also tut mir leid, also ich finde einfach die Metal Force Karten in Ultra Rare einfach ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Und Testalos, was für ein überraschender Reprint, aber geil, I like it, oh mein Gott, nice, also Testalos, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der hier drin ist. So Leute, letzte drei Booster. Und dann wollen wir natürlich hoffen. Also ich will zwei Karten. Ich will eine Ghost Rare und ich möchte liebend gerne die Falle ziehen, von der ich die ganze Zeit sage, dass sie hier drin ist, aber die wir bisher noch nicht gezogen haben. Und zwar für die Sonnenkarten. Und jetzt will ich das letzte Booster hier aufgeben. So, es ist das drittvorletzte. So, Falco. Naja, also ohne Witz, ich finde es schön. Ujamaland, auch nochmal richtig schön. Davon haben wir jetzt auch schon den zweiten gezogen, ne? Wir haben auch den zweiten hiervon gezogen. Sehr nett. Königliches Gefängnis, auch zweite. Und, oh, roter Supernova-Drache. Auch nochmal, zweite. Schaffen wir es drei? Drei Ojama? Dreimal Ojama-Land zu ziehen? Wäre ja ziemlich, ziemlich cool. Und hier. Oh, Sonnensamen. Wie gesagt, fürs Sonnenthema-Deck. Der Footthrone-Thrasher nochmal. Ja, Metal Force-Support. Metal Force und Ankunft der Sternenritter. Alter. Also Artwork. Alter, ist das. Das ist natürlich hübsch. Einfach nur hübsch. Sehr schön. So, Leute. Letztes Booster. Wir wollen hier jetzt natürlich eine Ghost ziehen. Oder die Falle. Eins von beiden. Wollen wir jetzt doch gerne ziehen. So, wir wollen eins davon ziehen. Und wir haben gleich hier Sternenritter. Feinkarte haben wir auch schon gehabt. Einmal Dracheneinheit, Counterfalle nochmal. Zeitdieb. Zeitdieb kommt hier nochmal. Und nochmal Zeitdieb und... Nein, wir haben nicht die Falle gezogen. Schade, schade, schade. Oh mein Gott, Leute. Okay, ganz schnell. Meine Highlights sind eigentlich ganz, ganz leicht zusammenzufassen. Die Highlights für mich persönlich... Ja, okay. Also eigentlich kann ich fast alles hier rausholen wieder. Nein, aber ganz klar meine Highlights. Also die Metal Force Karten in Ultra Rare. Super, super hübsch. Testalos, sehr geil. Dracheneinheit, ausgeglichener Zweikampf, Orkus-Rückkehr und halt eben die Metal Force-Karten.
Ja, Leute, das war's hier mit den Opening. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ihr eben hier ein ganzes gewinnen könnt. Wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Schreibt einfach einen Kommentar rein und schreibt in den Kommentar, muss irgendwie der Text enthalten sein, Ghosts from the Past. Dann weiß ich, dass ihr ein Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wenn ihr das eben nicht drin stehen habt, dann könnt ihr eben nicht gewinnen. In 7 Tagen wird das Ganze dann aufgelost. Alle Infos sind auch nochmal in der Infobox. Dort steht eben nochmal alles drin, wie ihr gewinnen könnt. Und dann könnt ihr halt eben ein komplettes Display von Ghosts from the Past gewinnen. Und falls ihr noch ein Opening sehen wollt, klickt einfach mal hier rauf. Dort verlinke ich euch noch ein weiteres Opening, eben auch von diesem Set. Und vielleicht hat jemand anderes eine Ghost gezogen. Man wird es auf jeden Fall sehen. Ich finde auf jeden Fall, ja, ist es mega cool. Also mir gefällt es einfach mega, dieses Set. Und ist Ghost Rares sind back. Sehr, sehr schön. Und das war's dann auch von mir. Und viel Spaß beim Duellieren.